Ja, warum ist dieses ganze Thema denn eigentlich so wichtig für uns? Ich glaube, jeder von euch hat es vielleicht mal gemerkt oder zumindest irgendwie atmosphärisch gespürt. Seit dieser sogenannten NSU-Mordserie hat sich die Atmosphäre in Deutschland nochmal ganz stark gegen die nationale Opposition gekehrt. Das war nochmal so ein richtiger Einschnitt, wo man nochmal so richtig eine neue Repressionswelle gegen die nationale Opposition lostreten konnte. Das merken wir natürlich alle, sofern wir Mitglieder der NPD sind, daran, dass jetzt eben ein neues Verbotsverfahren ins Haus steht. Das merkt man aber auch an anderen, teilweise wirklich absurden Forderungen von Politikern, wie jetzt der Kampf gegen rechts eben zu gestalten ist. Aber wenn man sich eben diesen ganzen NSU-Fall mal genauer anschaut, dann muss eigentlich jedem, der noch klar bei Sinnen ist, müssen sich eigentlich gewisse Fragen stellen. Und die Fragen, die sich eigentlich, wenn man sich also objektiv anschaut, auf jeden Fall stellen, ist zum Beispiel erstmal, haben entweder inländische oder ausländische Geheimdienste Wissen um die Existenz dieses Trios gehabt, was ich also absolut bejahen würde, denn nur mit Behördenversagen kann man nicht alles erklären. Jetzt aber zu den Geschehnissen direkt am 4. November 2011. Der 4. November 2011 ist der Tag, an dem also Uwe Mundlos und Uwe Bönhardt ihren letzten Banküberfall begehen und später eben in einem Wohnmobil in Eisenach zu Tode kommen. Also ich wähle jetzt mal bewusst die Formulierung zu Tode kommen, denn die wirkliche Todesursache ist meines Erachtens noch völlig ungeklärt. Es ist völlig ungeklärt, dass sich hier wirklich um ein Suizid handelt oder ob die beiden eben nicht doch ermordet wurden. Und dieser ganze 4. November 2011, egal ob man sich jetzt eben den Tatort Eisenach ansieht oder den Tatort Zwickau, wo Beate Schäpe damals war, dann ist eben voll von ganz offensichtlichen Widersprüchen. Was man aber jetzt eigentlich schon merkt, ist, dass dieser ganze Prozess sozusagen unter einem richtig hochgepeitschten Erwartungsdruck der Öffentlichkeit steht. Die Öffentlichkeit verlangt also möglichst harte Strafen. Plötzlich ist von Rechtsstaatlichkeit eben keine große Rede mehr. Man ist da teilweise also wirklich schockiert, was man da hören muss. Beispielsweise hat schon Kenan Kulat im Vorfeld des Prozesses, also ist der Vorsitzende der türkischen Gemeinde in Deutschland, Kenan Kulat hat schon im Vorfeld des Prozesses davon gesprochen, dass jetzt also lebenslange Haftstrafen gegen alle Beschuldigten her müssen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.